Geburtstag für mich hat es natürlich eins gegeben, Schokokuchen. Und vor allem wollte ich ihnen helfen backen, weil ich die Hälfte noch schlecken konnte. Also meine typisch schweizerische Eigenschaft ist, der Alltag Alltag zu sein und voranschauen und denken, wir können es anders machen, aber wir machen es gleich nicht anders. Mein Lieblingsfleck in der Schweiz ist nicht auf der Hose nach dem Essen, sondern Winter Zermatt, tiefe Sommer Ascona und sonst Bern, Region Bielersee. Also in der Schweizer Gericht bin ich ziemlich gut. Vor allem Fondue, würde ich sagen. Fondue, wo ich probiere, alles klein. Ich mache mit Pilzen, klein mit verschiedenen Spirituosen oder Wein. Einfach, du darfst es nicht gleich machen wie immer. Und darum denke ich, Fondue bin ich recht gut. Also die Schweizer arbeiten ja eigentlich sehr mastig. Wir sind Bauern gesehen. Es ist viel, nicht gerade Eintopf, aber schwere Sachen. Und überraschend ist eigentlich, dass wenn man die klassischen Gerichte wie Äpfelmakaroni oder Zürichschnetzlitz oder Berner Platte mal ein bisschen leger macht, dann ist das wirklich tafelfähig, auch für die, die auf ihr Bäuchchen schauen müssen. Eines der hardesten und prägendsten Schweizer Gerichte ist Apfelmus mit Hörnli und Kackertem. Ich finde die Komplexität von diesem Gericht wahnsinnig interessant. Weil auf der einen Seite haben wir ein Fleisch, das man gut abschmecken muss, mit Pfiff, gewissen Salz halt. Pasta, die sättigend, klar, ich meine, das ist jetzt nicht innovativ. Aber interessant ist, das süß-saure, der süße Apfel mit dem Zimt zum salzigen Fleisch. Ja, das haben wir schon fast etwas von Asien.